Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun, meine Lieben. Schaut mal, unser Frühstückstisch ist hier gedeckt, der Robert, meine Freundin Suna ist da. In unserem vorigen Vlog habe ich es erwähnt. Schon, aber es gibt nichts zum Essen. Nein, es fehlen noch Leute. Rein. Wir warten auf Ilkay, Hakan ist schon da oben, der schläft ein bisschen. Heute ist ja Feiertag, Bayram. Und deswegen frühstücken wir gemeinsam und meine Freundin ist da, weil ihr Mann arbeitet, ihr Sohn arbeitet, die haben kein Freigegeben. Haben wir gesagt, die gehört eh zur Familie, die bleibt bei uns heute. Und ja, warten jetzt. Mille tut da hinten was rumkneten, spielt was. Das Auto hat ihn hinterher. Hi. Alle sind eingetroffen, jetzt geht's ans Frühstück. Hakan hat geschlafen ein bisschen, du bist früh aufgestanden, gell? Richtig. Ja, also guten Appetit allen. Dankeschön. Nach dem Frühstück, ich habe aufgeräumt, alles nach Hause gegangen. Es ist 13:30 Uhr. Genau. Und schon werden die nächsten Vorbereitungen getroffen bei uns. Es gibt ja eine Grillparty mit der Family. Ich habe hier Fladenbrot raus aus der Gefriere. Eine Menge Hähnchenfilet und so weiter. Hähnchen zum Grillen. Und die Hackfleischbällchen macht Ilkay, ihre Mama. Edda kommt. Und Ilkay wird Salate machen. Ich mache grünen Salat. Das heißt, es geht bei uns volle Power heute weiter. Und das hier bei uns das Ganze diesmal, weil meine Mama ist ja nicht da. Den Grill hat der Gian draußen sauber gemacht, ist dann jetzt raus mit Milay zum Spielen und mit Kira und so weiter. Sie ist draußen und wo der Mehmet ist, weiß ich nicht, ob er in seinem Zimmer ist oder oben oder auch mit ist, keine Ahnung. Ich habe hier mit meiner Freundin noch ein bisschen gesessen. Wir haben ein bisschen geredet und so weiter. 3 Wochen nachholen, ein bisschen mit meiner Suna. Ihr wisst ja, ich vermisse sie immer so. Die einzige Person eigentlich, mit der ich so offen über alles reden kann. Und meine Gedanken und meine Sorgen und meine Freuden mit ihr teilen kann. Und das haben wir jetzt gemacht. Ja, ich sollte jetzt Kamera ausschalten und hier ein bisschen Vorbereitungen treffen. Schaut mal meine neue Goldkette an. Der Gian hat mir das gerade umgehängt. Gian, ist das echt Gold? Ja. 29 Karat. 29 Karat Gold gibt's gar nicht. Seht ihr mal, meine Kinder legen mich hier rein. Wie viel? 18? Oh, das ist zu wenig. Gian versucht hier einen Quad wieder zu laden. Habt ihr gefahren vorhin? Mhm. Schaffst du das noch? Den Kabelsalat? Ist nicht einfach. Alter. Was ist? Ich bin am Schwitzen. Du bist am Schwitzen? Es ist auch heiß. Hilf mir mal. Warum? Ich schwitze. Beim Schwitzen kann ich dir nicht helfen. Mach die Ding zu. Was? Dingtür hat die. Nein! Wieso? So halt. Also die Kette ist natürlich nicht Gold. Es ist bloß Modeschmuck. Nicht, dass ihr meint, ich habe hier so eine teure Kette an. Das wird dir einiges kosten, das ist auch schwer. Kira? Was riecht denn da, Kira? Tust du mal den Schlauch hier aufräumen? Hä? Was? Die hört nicht auf mich. Dann mache ich es halt selber. Muss den Schlauch hier ein bisschen einwickeln, dass wir hier Platz haben. Weil wir wässern jetzt unseren Rasen immer jeden Tag. Ist ein bisschen zu spät, glaube ich. Aber besser als gar nichts, sonst verbrennt ihr alles hier. Millays Barbie macht heute einen Ausflug. Nein, die geht gerade, die in die Schule geht. Die geht in die Schule? Ja. Hä? Bei uns ist noch keine Schule. Wo gehst du hin? Wie heißt die überhaupt? Marie. Marie? Marie hat lilane Haare hier. Und was machst du hier? Suchst du nach Kiki? Kiki. Kennt ihr die Kiki-Challenge? Millay will mal auf Millays Welt eine Kiki-Challenge machen. Mit Hoverboard. Mit Hoverboard. Soll sie es machen oder nicht, meine Lieben? Schreibt es in die Kommentare. Hashtag Kiki-Challenge, wenn Millay auf Millays Welt eine Kiki-Challenge mit ihrem Hoverboard machen soll. Und nicht mit dem Auto wie andere, gell? Ich kenne mich da null aus, wenn ich ehrlich bin. Einmal habe ich es gehört, wenn wir vom Urlaub nach Hause gefahren sind. Wenn man das auf YouTube macht, dann kommt... Aha, so funktioniert diese Kiki-Tanz. Heißt das Kiki-Tanz? Wie heißt das? Heißt das Lied Kiki, oder? Die machen Rollskater. Ah. Die machen das ganze Jahr mit zum geöffneten Autotür und auf Skateboard und so weiter. Und wenn ihr Hashtag Kiki-Challenge schreibt, machen wir das auf Millays Welt mit einem Hoverboard. Also, Hashtag Kiki-Challenge. Die Edda kommt ja heute auch zu uns zum Grillen. Wir haben da eine Idee. Wir lassen das Edda auch mal machen. Ha, Millay, was sagst du dazu? Die Edda, ich soll das auch mal probieren. Ich habe jetzt meine Salate gemacht, habe ihr noch 2 Töpfe hergerichtet, um das Gegrillte reinzutun. Da ist mein Fleisch drin.
mein Fladenbrot. Jetzt ist unser Besuch da, schaut mal dahin. Und die Mädels machen hier meine Küche unsicher. Hey, du solltest weiter heim alles vorbereiten, gell? Ich habe zu Hause keine Zeit mehr. So, versucht Robert mal einen Grill anzuzünden, ohne Grillanzünder, weil wir keinen haben. Nimm doch Papier, Feuer brennt schon mal. Jetzt bin ich gespannt, wie das da hinten hinkommt. Hä? Da hinten. Ja. Frau, mach doch nicht so viel Rauch hier. Die armen Nachbarn. Hä? Die armen Nachbarn. Das sollte eigentlich da reinziehen, aber warum kommt der raus? Kann mir das einer mal sagen? Da tropft gerade ziemlich viel Fett runter halt, ja. Und dann sind aber viele Köfte. Da sind noch mehr da. Sieht lecker aus. Ihr wundert euch jetzt hoffentlich nicht, warum ich nicht grill. Ich mag das nämlich nicht. Toll. Wir haben ja einen Gast da, der immer gerne grillt eigentlich, der Ali, der Mann von der Edda. Der traut sich aber nicht in den Garten wegen dem Hund. Wo ist denn der hin? Ist der rein? Boah. Ich suche meinen Hund. Ah ja, da ist er. Edda ist schon fleißig. Was sie alles Schönes vorbereitet haben. Aha. Was ist so am liebsten, Robert? Was ich am liebsten esse? Ja. Wenn ihr jetzt einen Namen wisst, wieder. Ja, das ist das Liebste aller Türken, glaube ich. Ja, also ich mag es auch. Schauen wir mal. So, einer war auch mal Fleisch. Fleisch und jetzt kommt noch Köfte, also Hackfleisch, Bällchen, Hackfleischküchle, wie man es bei uns sagt. Und was ich auch mag, sind diese gegrillten Paprika. So Leute. Die tut man dann häuten. Schmeckt super, vor allem mit Käse. Ja, genau, richtig. Bei uns geht's ab. Also wir haben hier auf jeden Fall definitiv zu wenig Plätze, darum haben wir drinnen auch noch was. Ja genau, da drüben ist der zweite Tisch. Wir müssen die ganzen Aussätzigen essen. Hoppala! Gib mir nicht in der Suppe, oder? Und hier, du Rüffelstück. Ja. Unser verrückter Hund frisst Seifenblas, muss gut schmecken. Ja, ja, mach's immer. Nee, zeig mal, was hast du von Edda? Ein Bayram-Geschenk? Ja. Oh. Oh, schön. Ihr zwei. Jetzt verabschieden wir mal hier Edda. Was ist Edda morgen? Morgen, 10.30 Uhr steht ihr vor der Tür. Oh, toll, danke. Wo geht's dann hin? Ins Freibad. Ins Freibad, okay. Auf Befehl, Sir. Nein. Nein. Ich hasse Freibäder. Immer schön sauber machen, gell, Frau? Du fühlst mich nicht immer hier beim Arbeiten, gell? Tu mir lieber helfen. Nee, die haben mir schon geholfen. Tisch abdecken heißt es abdecken. Sind gerade die letzten Gäste gegangen, Edda, ja. Und Ali, ihr habt es ja gesehen. Jetzt haben wir die Kiki-Challenge nicht geschafft mit der Edda, weil zu viele Leute waren und dann Ali musste in die Arbeit. Aber wie gesagt, die Hoverboard-Kiki-Challenge kommt. Wenn ihr es als Hashtag schreibt. Ehrlich gesagt nicht mal, was halt das Nein, das ich habe es auch nicht gewusst. Nein, aber... Das muss ich mir erst nur zeigen lassen. Ich spiele jetzt noch das restliche Geschirr mit der Hand. Die Spülmaschine ist voll. Passt nichts mehr rein. Es war wirklich echt schön heute, dass alle da waren. So richtig mal mit vielen Leuten. Ich liebe das ja immer, wenn die Familie so zusammenkommt. Es ist zwar immer viel mit Arbeit verbunden, aber ihr habt sie gesehen, die Mädels waren sehr, sehr fleißig. Die haben alles in der Küche gemacht und ich habe gegrillt natürlich. Die Ali wollte grillen, die hat hier so panische Angst vor dem Hund. Der hat irgend so eine Hundephobie. Der hat nur noch nach rechts und links geschaut, bis wir dann Kira rausgetan haben aus dem Wohnzimmer und dem Garten. Und dann hat er sich ein bisschen wohl gefühlt, deswegen konnte er nicht grillen. Er konnte nicht am Grill stehen, aber er hat gesagt, du schuldest mir noch einen Grill. Also er muss nächstes Mal grillen, aber Spaß beiseite, es war schön. Mle und Mehmet haben sich jetzt im Garten gemütlich gemacht und schauen Videos. Mle, schaut sie in die Sterne auch noch? Was? Schaut sie die Sterne an? Ja, manchmal. Manchmal, aber mehr in Videos, oder? YouTube. Okay, viel Spaß euch. Kira läuft schon hinterher. Und ich komme zum Ende von unserem Video, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage danke fürs Zuschauen.
Was macht die Milay da? Milay tut noch eine Runde kuscheln mit Silas. Abend kuscheln. Und dann gehen wir ins Bett. Morgen geht's schwimmen. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren, Glocke aktivieren. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.